Verbindendes Element dieser beiden unterschiedlichen Clubs sind die dienstältesten Trainer an der Seitenlinie. Horst Steffen, der Ex-Chemnitzer, seit Oktober 2018 und Joe Enochs seit Juli 2018. Enochs macht heute sein 237. Drittligaspiel und steht damit in der ewigen Liste hinter Pavel Dotschev und Stefan Kremer, nun auf Rang 3. In der ersten Elf fehlt eine Kontinuität, und zwar Ronny König nicht mit dabei. Gomez und Möker rutschen rein in die erste Elf. Baumann und König müssen passen, Verletzung und krankheitsbedingt. Rein in die Partie. 3 Minuten sind gespielt. Zwickau in den roten Trikots. Direkt mal forsch von links nach rechts. Und da haben wir Johan Gomez. Sein Schuss wird geblockt. Aber es ist eine erste Annäherung und ein Zeichen, dass man auch hier auswärts bei den so spielstarken Elversbergern, die ja schon tolle Ergebnisse abgeliefert haben, nicht zuletzt im DFB-Pokal, was reißen möchte. 8. Minute, Koskun, dann in den Lauf von Yannick Rochel. Der hat viel Platz, wird nicht attackiert, darf abziehen und trifft. Zum 1:0 für den SV Elversberg. 1 zugegebenermaßen schöner Treffer durch Yannick Rochel, der von 2019 bis 2021 in der zweiten Mannschaft des FC Bayern spielte. Vielleicht dürfen wir uns dann ja auch später noch auf Tore aus Dresden freuen. Von Paul Will, Oliver Batista Meyer oder Jonathan Meyer. Mit denen spielte er nämlich damals zusammen. Vielleicht haben die es ja auch so drauf. 16 Minuten, dann mal der FSV Zwickau, die sich allerdings im Spielaufbau schwer tun. Robin Ziegel legt sich den Ball zu weit vor und zack ist er weg. Manuel Fell hat viel Platz, steckt prima durch zu Waldri Mustafa, vorbei an Brinkis, aber nicht im Kasten untergebracht. Robin Ziegele macht seinen Fehler wieder gut, putzt aus und kann den Einschlag verhindern. Durchatmen beim FSV Zwickau. Sie müssen aufpassen, nicht früh in diesem Spiel schon mit 0:2 in Rückstand zu geraten. Wann wird's offensiv mal gefährlich für die Südwestsachsen? Vielleicht mal mit einem ordentlichen Gegenpressing. Sie drücken auch auf den ballführenden Spieler, aber man hat das Gefühl, die Elversberger, die sind immer ein Schrittchen schneller. Robin Fellhauer, dann toller Pass zu Luca Schnellbacher. Schnellbacher vorbei, an Ziegele vorbei am Kasten. Es hätte in dieser 17. Spielminute bereits 3:0 stehen können. Brinkis wäre da wohl nicht mehr dran gekommen. Dann mal zumindest Ballbesitz für den FSV. Der ist aber auch schnell wieder weg. Und Jan Löhmanns Röben setzt mal ein Zeichen. Aber was für ein Zeichen. Ein gelbwürdiges Zeichen. Und er hat erst die gelbe Karte bekommen vor wenigen Minuten. Schiedsrichter Mario Hildenbrand belässt es aber bei einer Verwarnung, bei einer Ermahnung. Keine Verwarnung. Glück für Jan Löhmanns Röben. Er darf auf dem Platz bleiben und versteht die Welt nicht so richtig. Eigentlich hat er doch gar nichts gemacht. Die 22. Minute. Zwickau bekommt keinen Zugriff auf die Partie, zieht sich weit zurück bis in die eigene Hälfte, um die Räume enger zu machen. Elversberg kommt trotzdem in den 16-Meter-Raum und dann gibt's Handelfmeter. Auch das noch. Davy Frick springt der Ball an die Hand und Mario Hildenbrand zeigt sofort auf den Punkt. Unstrittig ist, dass der Ball an die Hand springt, aber ist das auch Absicht? Ist das eine Vergrößerung der Körperfläche? Aus so kurzer Distanz kann man da, denke ich, auch weiterspielen lassen. Waldrin Mustafa gegen Johannes Brinkis. Brinkis pariert! Tolle Parade vom Schlussmann. Und vielleicht jetzt mal ein Aufbäumen des FSV Zwickau, dass da doch noch was geht. Mustafa, umjubelter Siegtorschütze in der englischen Woche gegen Oldenburg. Hier lässt er den nächsten Hochkaräter liegen. Und wenige Augenblicke später, da leuchtet dann die 10 auf der Anzeigentafel. Löhmanns Rüben muss runter. Warum? Warum? Weil er gelb-rot gefährdet ist. Und mit 10 Zwickauern wird es gegen diese spielstarke Elversberger Mannschaft dann wahrscheinlich
viel zu schwierig, um noch was zu reißen. Der Rückstand ja sehr, sehr schmal. Aber Zwickau braucht eine Offensivaktion. Die kommt allerdings erstmal über Tore Jakobsen für die Elversberger. Janik Roche, dann Schnellbacher. Butzen wirft sich immer wieder in den Ball. Ball abgefälscht, Ball im Tor. 2-0. Überfällig. Hochverdient. Zwickau bekommt die Situation nicht unter Kontrolle. Butzen grätscht hin und her. Und auch 10 Zwickauer Abwehrbeine können den Einschlag nicht verhindern. Manuel Feil am Ende der Schütze. Aber hier sehen wir es. Davy Frick fälscht noch unglücklich ab. Dann mal Zwickau. Sie sind mal in der gegnerischen Hälfte. Göbel hat mal ein bisschen Platz. Und der Ball ist im 16-Meter-Raum. Mehr Positives gibt es aber nicht zu berichten aus dieser Szene. Stattdessen wieder die spielstarken Elversberger. Şahin, viel Platz hat er. Zieht auch ab und Ziegele legt auf für Mustafa. Wie legt er den denn vorbei am Nest? Waldrin Mustafa. Allein er hätte dieses Spiel bis zu diesem Zeitpunkt ja schon im Alleingang entscheiden können. Das ist klar, den muss man machen, egal aus welcher Perspektive man sich das anschaut. Hoffnung für die Zwickauer, vielleicht mal durch eine Standardsituation hineinzukommen in dieses Match. Göbel, der kann doch Standards und er findet Ziegele. Na bitte, gar nicht schlecht. Ein Kopfstoß nach einer Ecke, die 1,86, prima eingesetzt. Einen Drittligatreffer hat er mal erzielt für Braunschweig. Hier fehlte nicht allzu viel. Und Zwickau kommt nochmal in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. So etwas wie eine offensive Drangphase zum Ende der ersten Halbzeit. Könicke auf Göbel und im Zentrum Hermann. Aber er bekommt den Ball nicht vollends unter Kontrolle. Möchte dann noch die Ecke, die bekommt er nicht. Und so bleibt es beim 0:2 nach 45 Minuten. Der Zwischenstand schmeichelhaft für die Schwäne. Und es muss sich defensiv deutlich was verbessern. Sieht auch Joe Enox so und begrüßt Susac und von Schrötter für Koskun und Ziegele. Sie sollen für defensive Stabilität sorgen, damit sich die Chancen nicht mehr so häufen. Susac das erste Mal am Ball. Nee, neben dem Ball. Schnellbacher am Ball. Und der Ball im Tor. Nach 53 Minuten steht es 3:0 für Elversberg. Susac geht hier zu zögerlich zum Ball und dann legt Mustafa auf für Schnellbacher. Die zweite Hälfte, sie beginnt denkbar schlecht für die Südwestsachsen. Nur 3 Minuten später Zugriff vom FSV, Fehlanzeige, stattdessen Lukas Schnellbacher vorbei am Brinkis, der Ball schon wieder im Kasten, 4:0. Es wird deutlich, es wird ungemütlich und hässlich. Doppelpacker Schnellbacher. Nicht sein erster in dieser Saison, die ja noch recht frisch ist, gegen Essen zum Auftakt in diese Saison. Da schnürte er auch schon 2 beim 5:1. Zudem im DFB-Pokal auch getroffen, 2 vorbereitet gegen Oldenburg. Das ist seine 8. Torbeteiligung im 5. Pflichtspiel. Lukas Schnellbacher sollte man auf dem Zettel haben. Schönen Gruß nach Dresden, gegen die geht's dann im nächsten Spiel. Eine Ecke für die Zwickauer, die so mäßig gefährlich am Kasten 10 Meter vorbeifliegt. Von Schrötter aber mal groß im Bild, ist doch auch was. 78 Minuten rum, 12 muss jetzt Zwickau noch heil überstehen, damit es nicht allzu deutlich wird. Aber Koffi schon mit der nächsten Chance verzieht. Der Ball rauscht über den Kasten. Menke auf Suero Fernandes, auf Koffi, das sind die Einwechselspieler. Auch die funktionieren ausgezeichnet bei den Elversbergern. Nicht nur in diesem Spiel, schon in der gesamten Saison. Und es spielt weiter nur der weiß gekleidete Gastgeber. Fellauer auf Suero Fernandes. Und dann küsst der Ball den Pfosten, weil Brinkis noch eine Stiefelspitze, werden wir gleich sehen, an die Kugel dran bekommt, sonst hätte es jetzt 5:0 gestanden. Brinkis sei Dank. Noch 7 Minuten. Koffi
nochmal Richtung Mustafa. Und jetzt ist er drin. Seine gefühlt fünfte hundertprozentige nutzt er dann. Weidri Mustafa 0:5 aus Sicht des FSV Zwickau. So hoch haben sie erst einmal verloren in der dritten Liga 2016 gegen Hansa Rostock. Und noch ist ja das Spiel nicht vorbei. Brinkis aber nochmal mit dem langen Schlag. Vielleicht kann man ja den Ehrentreffer erzielen, um wenigstens die Statistik noch ein kleines bisschen zu verbessern. Die Punkte, sie sind längst verteilt. Yannick Vogt Richtung Robert Herrmann. Eichinger verpasst, aber Agbaye mal. Na bitte, ein Schuss auf den Kasten. Nikolas Christoph muss tatsächlich noch mal eingreifen. Kurz vor dem Schlusspfiff. Es ist die letzte Aktion des Spiels. Zwickau verliert, auch in der Höhe verdient, mit 0:5. Und für die Elversberger ist es natürlich ein Feiertag. Heute haben wir spielerisch auch viele Lösungen gefunden und waren läuferisch wieder da. Wir haben ein tolles Spiel gemacht. Das Ergebnis hätte auch noch höher ausfallen können. Ich glaube, das hat jeder gesehen. Insofern war das ein super verdienter Sieg und eine tolle Mannschaftsleistung heute. Für uns geht es halt um das Überleben. Und wir sind früh genug in einem Zeitpunkt, dass wir alles korrigieren können. Aber es muss halt jetzt jeder wissen. Es wird eine lange Saison sein und wir müssen halt schauen, gerade halt noch nach solchen Rückschlägen, dass wir halt aufstehen, dass wir den Kopf nach oben nehmen, dass wir wieder zurückfinden zu dem, was uns stark gemacht hat. Word Joe Enochs und mehr gibt's dann heute zu diesem Spiel auch nicht mehr zu sagen.